Bisher bei Super Mario Party Jamboree. Die zweite Station auf unserer Partyhelferreise war Mega Wicklers Leckerwald, in dem es vor Leckereien nur so wimmelte. Und das nicht nur auf dem Spielbrett, sondern auch in diversen Minispielen. Eine weitere Sehenswürdigkeit stellte natürlich der Mega Wickler im Zentrum des Spielbretts dar, der man mit dem Klang einer Glocke aufwecken konnte. Doch Vorsicht, immer wieder kann es vorkommen, dass er dabei wütend wird. Natürlich mussten wir auch im Leckerwald wieder Ministeine sammeln, die Tauch diesmal gut versteckt im Wald aufbewahrte. Zumindest dachte er das, doch der Megasumser belehrt ihn eines Besseren. Wir brachen die Riesenhumme zur Strecke, erfüllten auch im Wald alle Aufträge und machen uns nun auf dem dritten Spielbrett. Aha. Mäusefreunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der Partyhelferreise in Super Mario Party Jamboree. Wie ihr hier sehen könnt, haben wir schon zwei Bretter abgeschlossen mit jeweils 25 Aufträgen und 60 Ministernen. Und jetzt geht's weiter im Regenbogenkaufpalast, dem dritten Brett auf der Helferkarte hier. Und ja, wie ihr sehen könnt, es wären auch nur noch drei Bretter, also es ist quasi Halbzeit heute. Wir drücken mal dahin, würde ich sagen, und gucken mal, was das Brett zu bieten hat. Ist fast witzig, denn ich komme gerade aus der Party mit meiner Schwester. Da haben wir auch genau dieses Brett gespielt. Okay. Witziger Zufall, aber gut. Ich habe jetzt nicht vorher geguckt, welches Brett hier dran ist. Jetzt auch vermutet der Meisterwürfler Motto drum kommt zuerst. Oh gut. Wir sind im Regenbogenkaufpalast, eine sehr schöne Map, wenn man mich fragt, erstmal auf den ersten Blick. So, was geht hier ab, Kollege? Wie gut, dass du da bist. Dein Unterstützung ist, nämlich auch hier gefragt. Wenn du 30 Ministerne sammeln könntest, wäre uns sehr geholfen. Aus den Sorgen für deine Ministerne? Das musst du diesmal nicht. Diesmal habe ich es im Griff. Wo kommen die diesmal hin? Dass wenn alle am Stempelschalter ein wachsames Auge darauf haben, dass kein Ministern abhanden kommt. Ja, genau. Wenn so viele Leute aufpassen, kann unmöglich was schiefgehen. Pass mal Wort drauf und so. Viel Erfolg. Ja, genau, du Witzbold. So, wir gehen doch einmal hin. Du bist hier, um zu helfen. Da hätte ich etwas, was du erledigen könntest. Die Koopa-Stempel-Rallye ausprobieren. Dann nimm ein Kostentum alle Stempel. Es lohnt sich, glaub mir. Na gut, wo die Stempelstation sind, weiß ich jetzt schon. Bin ich zum ersten Mal auf dem Brett. Unterwegs. Es gibt 4 Stempelpunkte. Wenn du an jedem einen Stempel erhalten hast, melde dich bei mir. Oben links auch schön die Stempelkarte eingeblendet. Das ist halt sehr geil. Ja, ich spiele jetzt halt die Koopa hier. Nichts ist schöner als die Lichter bei einer Rabattaktion. Oh, Schlossbeleuchtung. Ja, klar, spielen wir das. Achso, das Spiel habe ich noch nie beendet, weil ich bisher noch nie gewonnen habe in dem Spiel. Ich habe auch ein bisschen nur zweimal gespielt, von daher. Ja, hier müssen wir halt kurbeln, ne, Leute? Also mal ein bisschen höher zu halten, damit man das besser sieht hier vielleicht. Ja. Gibt's doch auch ein Achievement für uns. Kann ich dementsprechend auch noch nicht haben. Ich krieg's ja jetzt. Okay, ein bisschen höher, Leute. Ah, wird knapp. Ich glaube, aber es unter 10. Nee, das ist der Erfolg. Leuchtkettenkönner. Soll ich unter 10 Sekunden. Alter, das war anstrengend. Gut, dann in die Folge gestartet hier. Es ist Minigame dafür. Zum Glück habe ich es mit den 3 Sternen abgeschlossen, mit den 3 Mini-Sternen. Das ist doch schon mal etwas. So, ich sehe ja schon, der Lakitu ist hier auf der Brücke hier unten. Den suchen wir am Ende wieder auf, würde ich sagen. Die ist leuchtend, wunderschön. Danke, dass du es mir ermöglicht hast. So, die kann ich leider nicht hoch. Ne, hier die Rolltreppe hier links hoch. Ich fährt leider nur runter. So, was ist mit dem Pinguin? Was soll ich nur tun? Ich kann meine Kinder nicht finden. Alle beide nicht. Und die sich mal wieder herumtreiben. Und mich haben sie sich verirrt. Könntest du vielleicht helfen, sie zu finden? Natürlich, mein Freund. Der hier? Oh nein, ich weiß, was dir kommt. Welches Spiel? Ich habe meinen Hummel fallen lassen und jetzt ist vor lauter Kunden kein Durchkommen mehr. Ja, Hummelschieberspurt. Machen wir. Komm. Ich habe auch noch nie gespielt. Doch, einmal wohl. Einmal habe ich schon gespielt. Stimmt gar nicht. So, Gegner dead, okay. Ja gut, Donkey Kong ist schon eine größere Hitbox, oder? Weil glaube ich nicht in Mario Party, dass die Hitbox um die größer ist. Aber sie wirkt zumindest größer. So optisch. So, hier geht es im Grunde darum, den besten Weg durch die Blume zu finden. Zack, easy. Der Bot hat es mir nicht gerade schwer gemacht. Ich weiß hier gar nicht, das könnt ihr mir mal schreiben, ob es hier Sinn macht, die Blume wegzuschlagen. Und das kann man in dem Spiel auch schlagen, aber das kann man natürlich auch einfach mal einen Gegner machen, ne? Kann man einen Gegner auf die Fresse geben? Warum nicht? So. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie es geht. Ich sollte die Kugeln aber am besten beseitigen. Ja, damit ich mir durchkönnt vor allem, Kollege. Löschu. Was geht hier ab? Der Fahrstuhl läuft eben mit 3 fest. Ich kann hier nicht von meinem Posten weg. Könntest du mal oben nachsehen, was da los ist? Na klar doch, mein Freund. Das heißt, wir gehen auch direkt hoch. Geht einfach mal so den Weg, wie es das Spiel auch quasi vorsieht. Wenn man, eine Party spielen würde. Das sollte dann so sein. Wenn der Aufzug sich geht, man kann auch hochfahren normalerweise. Diese Düchter könnte jeden Moment von der Decke fallen. Oh, Stachelplattenwerfer, nice. So, ich will nicht mal eine Taktik ausprobieren.
Die hat nämlich in der Online-Party, also gegen Random-Gegner, hat die mir einer gezeigt. Da kommt die wirklich so Früchte, aber ich krieg die jetzt wahrscheinlich nicht hin, nehme ich jetzt mal an. Ich zeige jetzt zumindest, was der gemacht hat, so, zumindest so grob. Hat erstmal irgendwie so hochgebaut. Einmal mache ich noch. Ja, die glaube ich irgendwie so hier abprallen lassen. Ja, ungefähr so. Zack, zwei weg. Der Gegner. Ist auch weg. Oh ne, doch nicht. Aber ich komme da nicht mehr hoch. Okay, ich verstehe den. Verstehe, warum man da erstmal so hochbaut. Wäre eine gute Taktik. Ja, aber dann machst du als Team halt nichts mehr, ne? Im Dreier-Team. Auf Dauer. So, wir haben schon 7 Ministerne. Sehr geil. Das sah mir nach einer Übung dafür aus, Sachen fallen zu lassen. Aber es hat sicher viel Spaß gemacht. Ja, schon. Hier ist schon mal ein kleiner Racker. Ich will diese Rolltreppe nach unten nehmen, aber die Kisten sind im Weg. Das wird helfen, sie beiseite zu schaffen. Na klar doch. Danke, jetzt muss ich aber schnell zurück zu Mama. Ah, das hier war in einer der Kisten. Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht kannst du ja mehr damit anfangen, Ministern. Ich also wahrscheinlich 3 Ministern durch diese Quest. Jeweils einen von den Kindern und dann noch einen von der Mutti. Was ist denn hier los? Aus irgendeinem Grund soll ich ständig mehr als die eigentlichen Preise für Waren bezahlen. Das ist doch Betrug. Das fand ich immer so. Ich frage mich, was ich jetzt plötzlich falsch mache. Da klebt was an deinem Kopf. Da was auf meinem Kopf? Huch, das ist ja ein Aufpreissticker. Wie ist der denn da hingekommen? Ja, da muss man doppelt so bezahlen, ne? Deshalb also muss ich dauernd mehr bezahlen. Als Dank für das Lösen des Rätsels bekommst du eine Belohnung. Wow, ein Ministern, nice. Falls du irgendwann auch mal Hilfe gebrauchen könntest, lass mich wissen. Ah, er ist der erste Helfer, klar. Gumba ist ja auch spielbar. Grundsätzlich. Jetzt fällt mir auch ein, dass sie auf E-Mail-3 gebraucht waren, dann mit Stickern herumhantieren. Ich hab mir den ja dort jemand draufgeklebt. Sieht so aus, ja. So, hier ist die erste Stempelstation. Hopp, zack. Drauf. So. Das ist schon schlau, wenn man einfach hier so lang geht einmal. Oh, das hier. Um ein Geschenk zu kaufen, aber jetzt bin ich nicht sicher, was ich besorgen soll. Was wirst du dir denn für ein Geschenk wünschen? Von den Sachen vielleicht eine Tasche. Gute Idee, eine Tasche geht immer. Danke für den guten Tipp. Ich hoffe mal, dass du auf einen Ministern gehofft hast. Krieg ich auch, danke. Dank dir kann ich jetzt ein Geschenk kaufen, weil ich voll überzeugt bin. Dann schreite ich mal zur Tat. Bis dann. Ja, bis dann, Tod. Ja, du bist hier. Warte mal, ich kann jetzt nicht die Karte aufrufen, ne? Ich würde gerne da unten gucken, was da ist, aber scheiß drauf, komm. Ich spiel's mal gegen Birdo. Eines Tages möchte ich auch auf so einem Poster abgebildet sein. Wie sollte wohl die Pose sein, in die ich mich dafür werfe? Graziös. Oh Gott, man kann ja alle Posen einmal abchecken, wahrscheinlich, ne? So, meinst du? Ja, da kann ich nur zustimmen, danke. Verspreche dir zu helfen, falls du mal in der Klemme stecken solltest. Gern geschehen, Birdo. Schon der zweite Partner übrigens. Er läuft, ne? Die habe ich auch schnell zusammengekriegt, die beiden. Was ist los, Scheigei? Die Rolltreppe ist mir zu schnell. Ich habe sehr Angst davor. Willst du mich vielleicht bei der Fahrt begleiten? Na klar doch. Dankeschön, dass du mir hilfst. Um meinen Schatten zu springen. Jetzt kann ich einkaufen gehen. Ach, guck mal, ist er irgendwie niedlich, oder? Ich kann diesmal gar nicht beschleunigen, weil der dabei ist, der Kollege. Ist ja schon irgendwie putzig, muss ich sagen. Eigentlich, dank dir, ich bis auf Ebene 3 geschafft habe, bekommst du jetzt das hier als Belohnung. Ministern. So, die Läden rufen. Ich muss los. Bis dann. Ist so ein Minispiel. Armdrückutrons, oh Gott. Achte von YouTube vor allem eins. Kraft. Möchtest du trainieren, um dich zu kräftigen? Klar. Ja, senkrecht wahrscheinlich, ne? Ja. Was soll man hier machen? Das habe ich auch schon mal gespielt. Okay, aber tritt er halt nur nach Schütteln. Okay, machen wir einfach. Ich übe gar nicht erst vorher. Ich verkacke, weil verkacke ich. Armdrückutrons, ey. Auch ein geiles Game eigentlich, so von der Idee. Ist ja viel zu selten gespielt eigentlich. So. Okay, mach. Komm schon. Ich glaube, wir verlieren, oder? Ich bin echt voll. Naja, nee, ich bin rot. Wir haben gewonnen. Also, wir werden blau. Warum ich auch immer ich jetzt davon ausgegangen bin, dass ich jetzt blau bin im blauen Team, aber gut, ist ja egal. Hauptsache gewonnen, ne? So, gut gemacht. Mit Superkraft wirst du eine gute Hilfe sein. Ich doch mein. So, Sniffit. Ist schon ein bisschen her, dass ich Aufpreissticker bestellt hatte, aber die sind immer noch nicht angekommen. Hoffentlich hat die sich nicht jemand für 100 Bezirke geschnappt. Hilfst du mir, sie aufzufinden? Klar, gerne doch. Ich muss also nochmal hier rumlaufen später. Ein Item in die Spiel ist hier. Item-Kullerkasten. Glücksitem.
Sag mir, was du hältst, sag mir so etwas von deinem Glück aus. Okay, spielen wir mal. Weiß nicht, Goldröhre, wenn einer dabei ist, ne? Ist tatsächlich dabei, jawohl. Ich werde auf die Goldröhre versuchen abzuzielen. Hallo? Nur wenn er mal rauskommt. Ah, schade. Ja, schon echt gut. Ich hätte außen und andersrum gehen können. Wäre der Weg nur länger gewesen, ne? Erster Glock ist aber auch gut. Ich glaube, auch für den Achievement muss man eh irgendwann mal einmal alles, ja, jedes Item einmal gehabt haben. Deswegen will ich wahrscheinlich eh nochmal irgendwann hier rein. Gut. Was hätten wir schon mal? Glücksitem Ergebnis. Handelsitem Geisterglocke. Laut diesem Item bist du ein ziemlicher Glückspilz. Glückslevel 4. Geht da ich immer Glückslevel 4 Sterne? Ich meine, ihr müsst mir jetzt nicht verraten, aber. Irgendwie hab ich dafür jetzt mal der gleiche da. Ein gutes Urteilsvermögen bringt nützliche Gegenstände ein. Du wirst begeistert sein. So, und hier wahrscheinlich den nächsten Laden. Diebstahl, halte den Dieb, beschützt die Münzen. Okay, ich muss wahrscheinlich mehr Münzen sammeln als die Gegner, oder? Oder natürlich der Einzelspieler, genau. Das Spiel hat ein bisschen was von Grabbelbeutel. Ne, wie hieß denn das? Auras große Münz. Ne, wie hieß das Spiel im ersten Teil? Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt meine. Da war halt der Einzelspieler, der wegrennen müsste von den anderen dreien. Dass die mich abhauen, die drei. Die immer quasi in mich reinrennen. Von Mario, guck dich doch mal an. Reicht doch nicht, ne? Der ist schon gewonnen, oder? Komm her, Yoshi, verprügel dich jetzt noch hier. Vor allem die Prinzessin. Den Mario nicht zu vergessen. Ich hätte nichts mehr, die Prinzessin. Guck mal, die ist pleite. Ja, mein auch noch zusammen vier Münzen. Nicht schlecht. Jetzt, du musst aber alle Münzen raushauen, damit du die Schmiedestelle kriegst. Ne, zum Glück nicht. Glück gehabt, ey. So, 17 Schienen haben wir schon. Ob ich es herumgebrillt hatte, das war zum zur Vorbeugung gegen Straftaten gedacht. Gut, oder? Ja, nice, so. Und Luigi ist auch noch da, guck mal. Dies fängt steuerte Autos Zoll. Kaufst es mir, bitte, bitte. Klar, gerne doch. Hochklasse, ich dachte nicht, dass du was tust. Ich will aber zurück zu Mama. Oh, warte mal, habe ich jetzt versprochen, das zu kaufen? Was ist hier für ein Minispiel? Das ist einfach auf dem Karton. Die Schollstädterei. Ah, für einen Nervenkitzel, bei dem auch Pinguine eine Rolle spielen. Ja, macht Sinn, ja. Das sind eigentlich ein paar andere Pinguine. Na gut, Leute, fangen wir einfach an. Ich muss mal halt rechtzeitig anhalten, sag ich jetzt mal. Und einer der Tots macht halt vor, wie es richtig geht. So ein bisschen nach dieser Scholle da oben. Dieser kleinen. Du musst so ein bisschen auf den Hintergrund achten, wie es geht. Also ich habe das keinen anderen Anhaltspunkt. Ich kann auch auf die Mauer hinten gucken. Da irgendwie was ist, was einem hilft. Ich gucke immer auf die Schollen im Wasser hinten. So, mein Rekord ist 3,16 Meter. Das geht besser, das weiß ich. Aber die hier, ne? Oh. Ich hab schon gewonnen, das ist egal. Also, außer ich rassel runter, dann nicht mehr. Wie weit ist es weg? Ja, okay, kein Rekord, schade. Das wäre jetzt auch cool gewesen. Aber 3,16 Meter ist eigentlich schon okay. Das geht allerdings auch noch sehr viel besser. Meine Schwester hat 46 cm geschafft. Deswegen erstmal. Ne? Gruß an meine Schwester an der Stelle. Ich bitte einmal gratuliert zu dem geilen Ergebnis, ne, Leute. Also meine Schwester, nicht mir. Oh, du weißt, wie man etwas auf den letzten Drücker erledigt. Doch, hier kann man das Spiel immer wieder spielen, ne? Doch, ein bisschen Vorstellung auf das nächste Brett oder hier. Hallo Ichi, mein Freund, was hast du für ein Spiel? Ichi möchte an einem bestimmten Ort, aber er hat Angst davor, dass er nicht mal mehr sprechen kann. Vielleicht kannst du ihn begleiten. Ja doch. Ichi ist Wirrwarr-Weller, ne? Es ist. Ich spiele jetzt nicht zum ersten Mal, war da nicht schon ein klackiges Spiel, muss ich sagen. Oh, Bowser ist dabei. Pauline und Rosalina auch noch. So, erstmal. Was hier ist, was ganz Schlimmes mit Luigi. Deswegen hat er auch Angst davor vor dem Ort hier. So, und weg ist er. Dann wird er erstmal entführt. Aber warum Bowser da so ausrastet, weiß ich auch nicht. Wir müssen sich doch eigentlich freuen. Wir können auch mal, dass er dahinter steckt. So, das ist ein tatsächlich sehr geiles Minispiel, muss ich sagen. Hab ich mir sehr gut gefallen. Ja, verschiedene Spiele wieder quasi, kleinere. Deswegen. Geh mal voran, würde ich sagen. So, wir haben hier Football Chuck. Da unten haben wir Bruder als Finte, ich weiß. Jeder setzt das von Eddie, oder nicht? Also, so muss es doch stimmen, ne? Genau. Guck ich mal auf die Bots, Leute, wie gut die auch immer werden gleich. Wenn ich auch hier nicht zu viel Vorsprung habe.
So, hier ist es der... Kochen trocken. Also die Statue, die nur einmal da ist. Soll ich hier finden. Ah, Rosalie ist schon durch, seht ihr? So, ich brauche... Hier ist schon richtig. Zack. So, zwei Blumen brauche ich. Weg frei wollen. Okay, das ist easy. Zack, zack, so. Man kann sogar zurücksetzen, cool. So, das ist ein Kugelwilli. Wie man sieht. Der abgefeuert wurde gerade. Nein, so. Ist doch eigentlich so passend, oder? Ich sagen, ja. Vielleicht soll es auch sonst sein. Macht ja gar, alles andere macht ja gar keinen Sinn. So, hier Kamek ist es nicht. Es ist der Sniffit. Ich hier nur einmal sehe. So, es geht weiter. Hier, zack. Zufällig schnell gesehen ist gerade, dass es da lang muss. Wo da lang geht. Auch easy, oder? Ist auch noch ein paar Mal rollen hier. Komisch. So. Jetzt das letzte Rätsel. Das ist das Schwierigste tatsächlich. Zu Recht allerdings auch. So, Türcode eingeben. Erst den Pfeil nach rechts, dann die. Und wir sind dann die Erdnuss. Dann das gedrehte L und dann dieses dieser Bogen, okay. Das war der. Dann die gekippte Sanduhr, habe ich gesagt, ne, so. Dann die Erdnuss. Dann dieses umgedrehte L, das da. Und der Bogen hier. Zack, geschafft. Und dann haben wir Luigi gerettet. Nice. Gutes Minispiel, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Damit auch unser dritter Helfer, ne, fürs Boss-Minigame. Nicht jetzt zumindest mal. Ich denke schon, dass Luigi jetzt auch helfen will, ne. Auch wenn er manchmal Schisser ist, aber da gehe ich doch mal stark von aus jetzt. Ja, genau. Der Geradenstecker natürlich noch, den nicht zu vergessen. Das hat Luigi viel Überwindung gekostet, aber dank dir hat es sich für ihn gelohnt. Danke, dass du ihm geholfen hast, seine Angst zu überwinden. Er würde dich auch unterstützen, wenn du es irgendwann mal nötig haben solltest. Ich bin auch mal auf den Gegner hier gespannt, ehrlich gesagt. Ich glaube, den haben wir schon gesehen. Ich glaube, das ist so ein Rocky-Schraubschlüssel. Wahrscheinlich so ein übergroßer wieder, damit es auch ein Boss ist, wirklich. So, zweiter Stempel. Übrigens, und hier haben wir noch einen Shy-Guy. Er hat hier eine Buhle, die auf eben 2 mit einem bestimmten Gegenstand zur Schau gestellt. Du hast den Kochen, aber ich weiß gar nicht mehr, was es ist, nur dass es unten in der Mitte ist. Was war das nur? Wahrscheinlich ein Pilz. Natürlich, ist schon komisch, wie man manchmal auf dem Schlauch steht. Für die Gedächtnisstütze, dafür bekommst du einen Ministern. Das ist das einzige Ding, was man im Laden kaufen kann, wenn ich jetzt morgen. Hier den Pilz jetzt sofort kaufen, dann kann ich nicht nochmal vergessen, was ich besorgen soll. Oder man kann einfach antworten, was man will. Was denn hier? Eine Einkaufstasche verhindert, dass die Tür des Fahrschutzes sich schließen. Du musst die Tasche aufheben, ja klar doch. Einkaufstasche erhalten, perfekt. Oh, ich will gar nicht runterfahren, oh. Shit, na gut. Ich kann direkt wieder hochfahren, denke ich mal, ne? Der gibt mir jetzt einen Ministern wahrscheinlich, der Kollege. Der Fahrschuh fährt ja nicht wieder. Ach so, die Türen konnten wegen einer Einkaufstasche nicht schließen? Seltsam, aber Hauptsache, du hast das Problem gelöst. Dafür kaufst du zum Glück auch einen Ministern. 4 oder 5 fürs Boss-Minigame. So, ich will wieder hoch. Ich will weitermachen, wo ich auf. Wie? Ich kann nicht wieder hochlaufen. Ja, dann halt nicht. Wer mache ich jetzt hier weiter? Der dritte Stempel, eigentlich der vierte, wenn man die Runde so abschließt, wie ich sie jetzt abgeschlossen hätte. Am liebsten. Echt nicht hochfahren, Mann. Ja, schade, wenn die Party losgeht, sagt er sogar noch. Was mit dir hier? Meine Einkaufstasche. Ach so. Die habe ich ja schon überall gesucht. Danke, dass du sie mir gebracht hast. Gut, dass ich wusste, dass du die suchst. Hier ist ein kleiner Finderlohn für dich. 4 Stücke noch. 7 Sets, da kannst du auch haben. Das war ein Fehlkauf von mir. Und ich muss bestimmt irgendwo abgeben, oder? Sets da erhalten. Jetzt mache ich mich lieber auf den Heimweg, bevor ich diese Einkaufstasche nochmal verliere. Man sieht sich. Geilster auf dem Brett ist, wenn eine Rabattaktion startet in der Party. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich will hier hoch, glaube ich. Stallung sagt, dass er dich ganz sicher nicht durchlassen wird, wenn du nicht die gesuchten Unterschiede erkennst. Oh, dieses Bildersuche, nice, let's go. Das ist auch ein geiles Minigame. Das gefällt mir auch sehr gut. Los geht's, Leute, einfach rein da. Ja, hier gibt's jetzt 3, beziehungsweise gleich auf 4 Motive, das nehme ich jetzt mal vorweg. Und eins ist halt immer anders als die anderen Motive. Das muss man halt rausfinden. Darum geht's hier bei dem Spiel.
So, eine Orange. Eine Traube. So, jetzt kurz auf an, was auf dem dritten Bild ist. Ja, eine Traube noch, also muss die Orange anders sein. Zwangsläufig. Genau. Runde 2. So, wir haben jetzt hier Bananen. Einmal mit 4 Bananen, einmal mit. Ah, den Staude, besser gesagt. Einmal mit 4 Bananen, einmal mit 3 Bananen. Das wissen wir ja schon, wir müssen wissen, was links ist. Wieder die Mitte, okay. So, ich gehe jetzt in Führung. Bei weitem. 7 Punkten quasi Abstand. Das heißt, ich könnte jetzt auch einmal verkacken komplett. Weil ich natürlich verhindern möchte, trotzdem. So, eine Traube. Ah, ich glaube, ich muss mal auf die Stängel achten. Shit, auf die Länge Stängel an. Oder auch nicht. Alles klar. Anders einfach eine Orange. Alles klar, läuft. Runde 4. Clementine, Apfelsin, was auch immer, Leute. Ist doch egal, was das für eine Frucht ist. Ich sag eine Orange. So, einmal linkes Blatt, einmal rechtes Blatt. Ja, der muss anders sein dann. Das ist wahrscheinlich kurz auf dem Schlauch, ehrlich gesagt. Letzte Runde. Schau ich doch die volle Punktzahl, mal gucken. Ich könnte es einfach mal auf Glück drücken, ne? So, da haben wir ein Orange mit dem Blatt nach links. Hier war auch nichts. Blatt nach links, okay, das heißt oben oder unten. Nehmen wir das ohne Blatt einfach. Nice, volle Punktzahl. Ninji und Buhu tanzen den zweiten Platz. Mario, der Verlierer in dieser Runde hier. Dann hat auf dem letzten Platz gelandet. Aber wichtigste ist ja, dass ich einfach gewinne. Ist egal wie, ne? Von daher. Da bin die Sterne wieder in die Tasche. Einer noch bis zum Boss-Minigame. Nice. Ich glaube, jetzt mit deiner Leistung zufrieden und wird den Weg deshalb jetzt freigeben. Wollte ich dir auch raten, Kollege. Ich will da hoch, so. Nehmen wir mal die Rolltreppe. Zack. Entschuldige mal ein bisschen. Glaube ich darf. Ach, kann ich zurücklaufen? Shit, stimmt. Was ist hier zu tun? Ich habe vergessen, welches der richtige Schlüssel für den Laden ist. Oh no. Dann haben wir noch irgendwo einen Helfer. Guck ich glaube später nochmal zurück drauf. Weil ich noch einen Helfer irgendwo haben. Hier war ich schon, shit. Ja, komm, mach was einfach. Drauf geschissen. Rein da, komm. Schlüssel zum Sieg ist ein Glücksspiel. Leute, man muss einen richtigen Schlüssel für das richtige Tor finden. Ich kann jetzt gut sein, dass ich einfach verkacke direkt beim ersten Mal, ne? Wenn ich jetzt nicht jetzt erst dran bin. Und der jetzt sofort richtig redet, einer von den anderen dreien. Und es hat Ende, ne? Okay, Bowser fängt an. Da ich mir das Drittes dran. Ist eigentlich eine gute Ausgangslage, wenn ich nicht ehrlich bin. Ich hoffe, halt nur kein Pech haben. Und? Klappt nicht, okay. Gucken, was Yoshi macht. Vielleicht grenzt er die Auswahl noch ein bisschen ein. Nee, macht er nicht. Ja, und schon kann ich nicht mehr Erster werden. Ist doch Verarsche, oder? Eigentlich ist mir jetzt schon egal, wie das Spiel ausgeht. Ehrlich gesagt, ich muss eh nochmal rein. Deswegen, Leute, ich glaube. Ich beschleunige das für euch ein bisschen hier an der Stelle. Ja, gut, Leute. Jetzt kann ich an der Stelle sagen, ich weiß, welcher Schlüssel da reinpasst in die Mitte. Die anderen jetzt ausgeschlossen sind. Ja, geschafft. Ich bin durch. Und den Rest des Spiels gebe ich euch jetzt auch einfach, weil es ja eh egal ist, wie es ausgeht. Könnt ihr auch einfach die richtigen Schlüssel finden sofort, wenn es nach mir geht. Uns aber nicht, ja gut. Ist die Raute jetzt quasi. Ich muss halt nochmal rein. Gehen wir auch direkt rein nochmal. Scheiß drauf, Leute, ganz ehrlich. Warte, ich hab schon gewonnen. Ich muss jetzt aber hier auch mal reingehen. Wisst ihr aber nicht warum? Ich habe jetzt genug Mini-Sterne gesammelt für das Boss-Minigame. Das wird wahrscheinlich trotzdem getriggert, oder? Jemand hat sie gefunden, danke. Klasse, Donkey Kong. Du hast 20 Mini-Sterne oder mehr gesammelt. Das muss belohnt werden, oh ja, ich habe auch was Schönes für dich. Gleich hier lang, bitte. Wisst ihr was, ich mache jetzt auch das Boss-Minigame zuerst und dann gehen wir nochmal da hoch. Ja. Danke für all deine Hilfe. Klasse Sammelarbeit. 30 Mini-Sterne, das ist nicht von schlechten Eltern. Dann ich gleich das nächste Spiel bringt, doch zuerst noch etwas anderes. Hast du was als Andenken verdient? Huch. Ist jetzt einfach der Strom im Eikostraum ausgefallen? Ja, komisch, jetzt wird wieder dunkel, ne? Ja, da habe ich schon die Kollegen gesehen. Da auch noch ein Poster oben links, glaube ich. Oh nein! Das mit der Beleuchtung war nur ein Abdeckungsmanöver. Okay, Kuh, deine Mini-Stände wurden geklaut. Nicht schon wieder, dieser war es. Mega-Rocky-Schraubschlüssel. Guck mal, der hat aber so kommen wir mit dem Aufbau nicht voran.
bist du und kämpfen, die mich schnell zurückzubekommen. Ja klar, warum nicht? Ich könnte jetzt auch Nein drücken und einfach nochmal hoch zum Minigame gehen, aber weißt, wisst ihr was? Bob, ist egal. Er sagt, dass du um die Missstände kämpfen musst, wenn du sie zurückhaben willst. Hauptschlüssel Schuss, die Boss herausfordern, klar doch, warum nicht? Da haben wir auch genau nur drei Helfer. Ich frage mich, wer der vierte ist, was gibt bestimmt noch einen vierten hier auf dem Brett. Macht's gut, ich drücke euch die Daumen! Was werden wir dann noch sehen, natürlich? Oder der Schraubschlüsselschuss. Beschieß mir, glaube ich, die Schraubschlüssel mit Kanonen. Bist du getroffen, verlierst du Punkte. Also schieß an für dieses Flugzeug rechtzeitig ab, okay. Ja, wir gehen einfach rein, würde ich sagen. Und die kann man später eh nicht. Von daher. Du kannst halt nur die Länge ziehen, glaube ich, ne? Wenn man den Typen einfach nicht trifft. Jo, der ist echt riesig, auf jeden Fall. Fetzige Brille hat er aber. So, der quillt sich wahrscheinlich mal an, wo er rauskommt, ne? Ja. Oh, der kann auch antäuschen mit Kleidung, okay. Oh! So, gleich gesehen, dass da was angeflogen kam auf mich. Ich kann ja, dass er gerade eh so eine Bewegung gemacht hat, von wegen, ja, hier auf sie. Ich habe trotzdem nicht gesehen, dass da was angeflogen kam. Ich hab trotzdem noch irgendwie abgeschossen. Zufällig. So, wo ist mein Cursor? Ich werde trotzdem irgendwie gewinnen, ist das Ding. Ich führe gerade knapp, ne? Das war's doch, oder? Ne, immer noch nicht. Ist doch nicht, ey. Der Drecksack. Weg ist er. Okay, nicht mal close. Die anderen haben alle 23. Und ich habe 31 Punkte. Ich dachte, das wäre alles ein bisschen knapper. Aber gut, das war der Mega Rocky Schraubschlüssel, Leute. Geiles Minigame, aber. Fällt mir auch als Kampfminispiel. Oder als Versus Minispiel in dem Fall. Da könnte spannend werden, glaube ich jetzt mal. So, der Erfolg erzielt die Führungskraft. Und der Mega Rocky Schraubschlüssel macht ein gummeliges Gesicht, doch er scheint dir die Minensterne zurückgeben zu wollen. Das ist doch ganz fair. Ich glaube auch mein Kollege. So. Du hast deine Minensterne wieder. Und hoch, schau nochmal. Das Licht ist auch wieder weg. Endlich funktioniert die Beleuchtung wieder. Also ist das jetzt echt der Stromausfall gewesen? Nach dem Motto, soll ich das jetzt simulieren? So, Boss haben die Gang geschafft, genau. Der Schraubschlüsselschuss, auch cooler Name. Und natürlich hört man auch den Buchsbomboss in Form des mächtig wurfstarken Mega Rocky Schraubschlüssels, ja, aus dem Regenbogenkopf war das halt, ne? Spieler der Zwölfke, also kehren nun an ihren Ausgangspunkt zurück. Vielen Dank für den tapferen Beistand im Kampf. Ich wüsste jetzt gerne, wer der vierte ist, ehrlich gesagt. Nun ist hier alles wieder im Lot. Du kannst dann direkt zum nächsten Ort aufbrechen, an dem deine Hilfe gebraucht wird. Ich könnte mir vorstellen. Nee, keine Ahnung. Vielleicht Daisy sogar noch? Wirklich klasse, jetzt können wir mit dem Aufbau weitermachen. Also wegen deiner gesammelten Mini-Sterne. Die werde ich hier liebevoll ausstellen, für jedermann zu sehen. Im Brunnen, schön. Alter, daran erinnern, wie Donkey Kong die Mini-Sterne mit einem wirklich absolut heldenhaften Auftritt zurückerobert hat. Mit so guter Teamarbeit werden wir auch die Vorbereitung in den anderen Orten in Handumdrehen abschließen. Ach, endlich ist die Zeit gekommen. Ich hätte was Schönes für dich. Den Brunnen. Ein zartroser Boden ist inspiriert von den adretten Läden des Regenbogen-Kaufpalasts. Schön. Nein, ich möchte nicht aufbrechen. Klar doch, sag Bescheid, falls ich doch noch was für dich tun kann. Wir wollen natürlich noch den Ort hier abschließen, ist doch klar. Deswegen geht's jetzt direkt zurück zum... Schlüssel zum Sieg. Ich kann auch richtig ätzend werden, das Ding, sag ich euch ganz ehrlich. Da hab ich da nochmal rein, Leute. So, geht los mit der Reihenfolge. Also wenn jetzt wieder bei Bowser Jr. anhält, also beim dritten, dann ist doch die gezinkt, oder? Das ist doch kein Zufall mehr hier, oder? Wenn es jetzt immer beim dritten anhält, dann sowieso nicht. Dann ist doch hier was richtig im Argen. Der ist auch falsch, sehr gut. So, er nimmt die Raute. Auch Mitte. Okay, ich habe jetzt eine... Ja, 60% nee, eigentlich nur immer nur 20%. Nee, wobei 33% sitzt doch, ne?
Ich setz wieder auf meine Honigwabe hier, auf mein Sechseck. Schade. Ah, Mist. Das kann jetzt blöd sein. Ja, 50-50 für sie, ne? Ja, der letzte weiß jetzt, okay, das ist eh egal. Ja, okay, kann ich wieder aufhören eigentlich. Wir sehen direkt, wir starten direkt einen neuen Versuch, Leute. Ja, okay, Leute, ist doch kein Zufall. Dass immer der dritte hier in der Reihe anfängt. Ich kann nicht mehr von anfangen, super. Geil. Geiles Game. Ich kann leider nicht neu starten. So, oh, Wunder, Wunder, Toilette fängt an. An dritter Stelle mal wieder. Okay, da passt der Kreis schon mal nicht rein, der kreisförmige. Das steckt da noch einen drin, der nicht passt. Danke, jetzt habe ich wieder die Chance zu schaffen, ne? Ja, komm jetzt, ich bleib bei meinem Sechseck hier, ganz ehrlich. Scheiße, ja, das war's dann wieder. Jetzt steckt der Waluigi da noch einen rein, der nicht passt, oder der vielleicht auch passt. Und Toadette weiß es dann. Das ist doch kacke. Na, er hat's auch, okay. Oh, ich fange an, oh, ist doch zufällig. Reihenfolge. Schade. Aber das ist ja zumindest die Chance, dass ich der erste Mal, der das richtig kriegt. Okay, geht woanders hin, okay. Gut. Da teile ich mal ein bisschen auch ein bisschen. Sehr gut. Exek ist da noch drin. Sag bitte nicht eine 50-50 draus. Ich jetzt verkacken kann, bitte nicht. Natürlich gehe ich auf mein Sechseck. Leute, ich bleib meinem Sechseck treu. Yes, da ist es. Geil, Leute, geschafft. Wir gehen auch direkt zum Palast zurück. Was die anderen machen, interessiert mich hier nicht an der Stelle. Witzigerweise mussten die anderen beiden gerade direkt nach mir dran waren, sofort welchen Schlüssel die nehmen mussten. Komisch irgendwie. Ich glaube, die wussten, welcher da jetzt wirklich passt, aber gut. Ich wollte nur das Spiel so kurz halten. Das war jetzt übrigens nur für einen Ministern, der noch fehlte, ne? So, wir machen gleich mal weiter hier. Mit den kompatiblen Karten. Bist du mit der Person kompatibel, mit der das Schicksal dich zusammengebracht hat? Das hab ich doch mal, oder? Eigentlich ein cooles Spiel auch. Wir gehen einfach direkt rein, wir müssen halt das gleiche Bild finden. Mit dem Partner. Ein Motiv gibt's halt doppelt. Die anderen nur einzeln. Cheap Cheap, okay. Mit denen musst du nicht so weit laufen, Waluigi. So. Geht uns das schon mal. Der Käfer war hier. Ja. Was geht's weiter? Wir führen gerade quasi mit einem Raum. Das kann ich auch schnell ändern. Achi. Oh, perfekt. Nice. So, wir führen immer noch mit einem Raum. Das ist auch der letzte jetzt, ne? Wie die Hammerbruder. Ja, komm, nimm hoch wieder. Nice. Ist auch ein bisschen Glücksspiel, muss man. Also nur ein ganz kleines bisschen vielleicht Glücksspiel. Muss ich natürlich auch die Motive merken. Und wenn du halt immer Glück hast, das Motiv direkt zu finden hast, ist das wieder Glückssache so ein bisschen. Aber das haben wir geschafft, Leute. Das Duo auf der Grin ist damit vom Tisch. Ist auch cool hier, wie im Schaufenster hinten das Chaos-Kampf, der Chaos-Kampf so ein bisschen dargestellt ist. Das ist ja ein super Sass gehabt quasi. Ihr passt prima zusammen. Danke. Mit Waluigi. Man kann ganz schön in Schwätzen kommen, wenn man so viel im Einkaufszentrum herumläuft. Oh, die Schneeballschlacht. Die Schneeballschlacht. Ich bin alleine, ne? Mit meinem kleinen Äffchen. Oh, das passt doch ganz gut. Leute, muss ich jetzt halt alle abwerfen mit meinem Äffchen zusammen. Darf natürlich selber nicht getroffen werden. Die Äffchen schon. Jetzt treffe ich ihn nicht. Hä? Wow. Aufpassen langsam. Und der Apfel ist im Weg. Scheiße, Bauer ist noch da. Oh oh. Hab ihn. Boah, Alter, was war das jetzt für ein Kampf der Giganten am Ende noch? Donkey Kong gegen Bowser, ey. Da bin ich hier schon ganz schön schwitzen gekommen, bei der Schneeschlacht, ja. Ihr habt richtig gehört. Gut, das hätten wir geschafft, Leute.
Dieses erfrischender als Schnee, wenn man mal so richtig heiß läuft. Da sagst du was. Geht hier ab. Oh je, ich hab die Hauptbrettkugel verloren, meine schöne goldene Kugel. Ich kann sie nicht weit weg sein. Müssen wir einfach nicht so suchen? Na klar doch. Der hat auch noch was, natürlich hat der auch noch was. Was ist das für ein stichförmiges Ding? Kartonage für die Papiermüll? Dann gib das Ding einfach mir. Ah, jetzt setzt du da. Einfach, dass du mithilfst, hier für Sauberkeit zu sorgen. Dafür hast du dir eine Kleinigkeit verdient. Mini-Stern dafür. Cool. Wenn du etwas hast, was du nicht so einfach loswerden kannst, dann hab damit zum Gebrauchbaren laden. Oh. Ein Störstein. Damit so einem Ding muss ich mal eine Party beenden, tatsächlich. So, hier runter will ich nicht, nee. Ich noch einige Aufträge, ne? Wie viele denn noch? Wie viele Aufträge insgesamt? Noch drei, okay. Warte mal, ach so, der Lakitu ist doch dabei. Ich hatte einfach mehr Fragen hier in dem Ding, das kann natürlich auch sein. Und ich muss noch ein paar mehr abschließen, ne? Das heißt, drei habe ich noch gar nicht gefunden, ne? Einfach. So, hier ist nämlich noch ein Minispiel. Form vollendet, diesen Projekt darf jeder nutzen. Wenn du das auf Schattenspiel hast, komm einfach mal vorbei. Geh da rein, Leute. Auch ein Spiel, bei dem ich bisher nicht so viel Erfolg hatte. Muss ich sagen. Aber gut, mit Peach zusammen wird's spawnen. Nicht mit Peach auch noch. Ach du Scheiße. Ja gut. Wird schon schief gehen, ne? War das die erste Runde? Ja, perfekt. Wir haben's. Was haben wir denn? Mach, komm. Ich esse immer wenigstens das, was ich gefunden habe, ey. So. Geschafft, gewonnen. 3-0. Auch ein cooles Spiel, muss ich sagen. Banken gefällt mir auch sehr. So, und weitere 2 Mini-Sterne. Damit haben wir 39. Ich weiß, wie viele gibt es für den Stempelmarathon hier, für die Stempelrallye. Vielleicht gibt es dafür auch 5 Mini-Sterne oder so. Das ist ein sehr gutes Gefühl dafür, wie man Schattenspiele geschickt in Szene setzt. Du wirst dann wieder auf ein Spielchen vorbei. Ich denke mir schon, dass die Spiele hier quasi alle mit so Schildern eigentlich nur hier rumstehen. Die nicht so richtig Ideen hatten dafür oder so. Die noch locker darin einen Charakter hinstellen, könnt ihr so Schattenspiele an die Wand wirft. Oder nicht? Das sind alle 4 Stempel, jetzt musst du nur damit nur zum Stempelschalter. Weiß. Avarius ist doch hier, natürlich. Glückwunsch, du wirst dazu ausgewählt, ganz freiwillig mein fabulöses Minispiel zu spielen. Avarius wissen, willst wissen, auch ein geiles Game. Ihr merkt, ich bin sehr angetan von den Minispielen größtenteils, ne? Es gibt so ein paar Minispiele, die ich natürlich nicht mag. Zum Beispiel Schlüsselsmusik. Auch wenn ich dabei beim ersten Mal richtig viel Glück hatte. Aber gut, was soll's, ne? So. Ich würde natürlich überspringen, aber wir wollen natürlich die Teilnehmer einmal hier sehen. Das ist auf so einem Hocker, oder? Hab ich richtig gesehen? So, und hier ist quasi wieder so ein Quizspielchen. Das ist mit dem Steinblock eben. Nur mit verschiedenen Fragestellungen. Also komplett verschiedenen. So, wo will er denn rausgehen? Der Gute. Oben rechts. Ja. Wisst ihr, wie schnell gedrückt, wenn ich gedrückt habe? Quasi genau danach. So, weiter geht's. Welches ist am häufigsten zu sehen, ne? Genau. Steinblock ist ein heißer Anwärter. Ja, Steinblock ist viermal da. Ich glaube, viermal ist das Maximum bei diesen 10 Feldern. Nice. So, welches Stück passt, ne? Welches Teil fehlt, genau. Das hier. Ah, könnte aber auch links sein. Doch, links, scheiße. Ich war guckt. Okay. Was ist hier die Frage? Welches ist am längsten? Unten, glaube ich. Oh, oh, ja, ist. Okay. Reicht. Damit spielen wir wieder. Und wieder Pauline überholt. So, diesmal gibt es Doppelpunkte. Wovor gibt es die meisten? Fuzzy, Fuzzy. Pop-Omp, ne? Ist viermal da. Ja. Nice. Damit führen wir mit 6 Punkten. Aber durch diese Doppelpunkte, die gibt es vielleicht nochmal in der letzten Runde. Kann ich nochmal alles kippen, ne? 25 Punkte. Zur Halbzeit, Bots hat 4. Pauline 19. Bots hat 5. Ja, wir wissen, wer von den Bots der klare Favorite ist. Pauline. Zu meinem Leidwesen eigentlich. Hätte ich besser aufgeteilt auf die beiden. Auf die. Der ist anders. Ah, jetzt verkackt Pauline, okay. Wollen sie mir quasi den Sieg schenken, oder was? Runde 7. Okay, Runde 7. Wo landet Wario?
Nein, ich. Ach, ich war unten drücken, nicht rechts. Das war dumm. Aber gut, Toilette kann die Punkte haben. Ja, ich hab mich verdrückt. Ich hab da hingeguckt sogar. Ich hab doch den falschen Knopf gedrückt. Meine Fresse, ey. Wie viele sind's? Münzen, ne? 10. Sag ich, 10 sind's. Ja, perfekt. Sah so gerade aus irgendwie und so symmetrisch irgendwie. So, wo muss er ausweichen, ne? Da. So, wenn ich mich nicht irre, habe ich 40, der nächste hat 22. Das heißt, egal was jetzt passiert, ich habe gewonnen. Das maximal 10 Punkte gibt. Wie viele sind es? 13, sag ich. Das sieht nicht so symmetrisch aus. Ja, auf jeden Fall nicht gerade. Oh doch, doch 12, okay. Ob es auch nicht gerade und es sind 12, genau. Ich hier noch ein. War so ehrlich. Aber egal. Gewonnen ist gewonnen. Wäre viel schöner gewesen, wenn man alles richtig gehabt hätte, aber so jetzt. Das ist das Spiel halt, ne? Da hat man nochmal verkacken, das hier. Ja gut, das mit dem, welches Zeitfeld war schon dumm. Obwohl, eigentlich nicht, das kommt man echt leicht übersehen oder sich vergucken, ne? So, ja, Stecker von Wario. Mit einer gelben Kappe natürlich. Nicht schlecht, ich mag dich. Falls man irgendwie Hilfe braucht, sag Bescheid. Am liebsten natürlich, wenn es um Kloppel oder so geht. Ja, da bist du genau der richtige Wario. Ja, da hast du nicht mitgemacht gerade. Du bist instant für den Gumba reingekommen, dass er hier so viel ist. Ich kann gar nicht so genau erklären, warum, aber ich habe eine ganz besondere Beziehung zu dieser Kugel. Was? Das ist die Hauptkugel aus dem Tombola-Laden? Das war mir nicht klar. Ich muss noch so viel vorbereiten, dass ich sie leider nicht zurückbringen kann. Willst du das nicht übernehmen? Ja, klar doch. Danke. So, ich bin... Danke, ich zähle auf dich. Ja, wobei, wenn der Lakitu 10 Mini-Sterne hat, dann würden ja nur noch 8 fehlen, ne? So, hier gibt's die Sticker. Ich habe eine Menge Sticker gefunden, die werde ich auf Leute kleben. Wie? Die gehören jemandem? Die, also irgendwer verloren? Jupp, tut mir leid, ich war mir nicht klar. Sie soll bitte den Besitzer bringen, ja klar doch. Als kleinen Dank dafür, hier noch ein Mini-Stern von mir. Ich glaube, ich gehe jetzt einmal direkt zurück. Wenn ich jetzt weitergehe. Ja, wir bringen direkt mal weg die Sticker. Der Gute wollte die hier haben, ne? Im letztplatzierten Laden. Was mein Aufpreissticker? Wo waren die denn? Vielen Dank, dass du die mir gebracht hast. Ja, bitte, immer wieder gerne. Dafür bekommst du als Belohnung einen Mini-Stern. Danke, fehlen noch ja, 16. So leichter, dass ich dir zu dich noch was schenken möchte. Bitte, nimm. Ach, die Wimpel noch. Dekoartikel. Lang Wimpel im Regenbogen-Kaufpalast-Design, die Shopping-Laune verbreiten. Einige ist alle Ware da. Jetzt kann ich alles für die Öffnung meines letztplatzierten Ladens vorbereiten. Finde ich auch geil, dass hier nur der letztplatzierte was kriegt in den Laden. Wenn er da, vor allem auch wenn er auf dem Feld landet. Das ist nicht mal irgendwie so, dass du generell was shoppen kannst, wenn du letzter bist. Nee. Muss natürlich auf dem eigenen Feld noch landen. Klar. So, das, der ist weg. Gut, okay, der ist noch hier. Der Wump sagt, dass du hier im Gebrauchtwagen dann nützliche Artikel kaufen kannst. Der Wump ist sehr an deinem Störstein interessiert und würde sich freuen, wenn du bereit wärst, dich davon zu trennen. Bitteschön. Ich möchte dir das Dankeschön ein Mini-Stern überreichen. Erfolg erzielt, aus Arm mach euch. Außerdem möchte er dir zusätzlich noch einen Dekoartikel geben. Er findet, dass du ihn dir redlich verdient hast. Die Schmuckkacheln, die das Flair des Regenbogen-Kaufpalasts dekorativ einfangen. Die könnten sogar echt ganz geil aussehen, wenn ich ehrlich bin. So, wir beschleunigen das mal ein bisschen hier. Ich bin jetzt eigentlich überall gewesen, ne? Ich muss hier noch die Kugel vorbeibringen, na klar. Du hast die Hauptpreiskugel gefunden, die ich gesucht hatte. Na klar doch. Was hattest du denn? Mich aber erleichtert, vielen Dank. Hier ist der Mini-Stein als Belohnung. Deswegen habe ich den Hauptpreis bisher noch nicht gekriegt oder gesehen. Weil du mich gerettet hast, bekommst du noch ein kleines Extra zusätzlich. Die Steindekoration. Deko im Einkaufstaschenmotiv, die Kaufplastung auf deine Partyplaza bringt. Cool. So, Stempelrallye. Könnte ich mir vorstellen, gibt 3. Ich muss auch zur Mutter, zur Pinguin-Mutter. Ich kann hier nicht hoch, stimmt. Ich meine runter. Ich will ja hoch. Ich will ja runter, nicht hoch. So, hier muss ich runter. So, hier war ich ja auch schon, ne? Das heißt, wir gehen mal zum Pinguin-Mutti. Genau. Meine Kinder sind bald zurück. Ich bin dir unendlich dankbar. Ich habe dich nur ungern mit meinem Problem behelligt. Also nimm bitte diesen Mini-Stern als Dankeschön. Was? So, 47 haben wir. Das reicht natürlich nicht aus in Anbetracht deiner Heldentat. Hier, du bekommst auch was dazu. Oh. Süße Vögelchen kommen auch zur Partyplaza geflogen. Sehr schön. Ist wahrscheinlich wieder Prakupo das Glitzern im Boden, ne? Nehme ich jetzt mal an. So, wie viel gibt's hier? Ich habe die Rallye auf der Schicht. Oder das Minigame hinter sich gerade. Wie man alle 4 Stempel der Kupo-Stempel-Rallye beisammen. Lass mich raten. Stempel-Rallye abgestempelt wird's. Komm schon, enttäusch mich nicht. Muss abgestempelt werden. Auch noch so sauber gestempelt. Das sind ja wahre Kunstwerke.
Ja, okay, perfekt. War klar. Passt perfekt. Ohne Scheiß, bin ich richtig geil gerade. Na klar, wenn es das Videospiel schon gibt, ne, warum nicht? So, das dürfte auch aus Mario Party 4 stammen. Man geht auf Angriff hier, oder? Über. Die werden meine Scheiße vielleicht auch wegmachen, oder nicht? Der Juni hat ganz viel gestempelt da. Geht so nicht. So, 4% habe ich. Ich habe auf jeden Fall gewonnen, das sieht man sofort. 30%, okay. Fast ein Drittel der Fläche eingenommen. Okay. Läuft. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich diesen Modus hier finden soll, diese Reise. Also wenn die Bots halt echt nicht stärker wären, dann ist das halt echt so ein bisschen, joa. Jetzt hat man alle Minispiele kennen, Nancy Bretter kennen und das war's dann eigentlich auch schon. Ich glaube, das ganz einfach riesen Spaß, nicht wahr? Das kannst du mein Stempelmann sagen, aus Echoes of Wisdom. Du hast ja auch noch das hier verdient, dafür, dass du alle 4 Stempel gebracht hast. Die Großmama-Deko, Ballonbögen, wie man sie auch im Regenbogen-Kaufplatz sieht. Wo sind die denn hier? Ich glaube, jetzt fehlt tatsächlich noch der Lakito hier, ne, mit 10 Mini-Sternen, oder? Eine gesucht, ja, das müsste er hier sein. Lust auch mal Quizzeit zu nehmen, na klar. Hurra, treffen eine flotte Fragerunde. Vielleicht eben hat das Psycho-Zentrum 3. So, richtig, ein Mini-Stern. Wie viele Cooper-Stempelpunkte gibt es im Einkaufszentrum? 4. Sieht man ja auch schön da hinten, quasi. Man muss etwas ganz Bestimmtes tun, um dem Tomala-Land ein Los zu ziehen zu dürfen. Was genau? Man muss etwas kaufen. In dem Shop. Aber das weiß man doch nur, glaube ich. Hat er das gesagt gerade, der Toad? Oder weiß man das nur, wenn man das Spiel schon gespielt hat? Was ist der Teil des Namens von dem Laden, den der Goldgummer auf Ebene 3 führt? Gold. Das ist ein Goldgummer. Also der hat nur Goldsachen in seinem Laden. So, weiter geht's. Welche Ebene befindet sich der Tomala-Laden auf Ebene 2? So. Na gut, dass du nicht Erdgeschoss hast, sondern wirklich Ebene 1, 2, 3, 4. Quiz fortsetzen, na klar. Welche Form hat die Skulptur im Brunnen in der Mitte des Einkaufszentrums? Das ist ein Pilz. Das ist ein Panzer. Da kann ich ja schnell nachgucken. Aber wie sah der denn aus? Ich dachte Pilz, weil die Läden ja auch alle Pilze haben oben, deswegen, aber gut. Wenn hier von Koopas geführt wird insgesamt, ne? Da macht das schon Sinn mit dem Panzer. Wie viele Rolltreppen führen von Ebene 1 hinauf zu Ebene 2? 2. Einmal da hinten. Mal im Aufzug und hier rechts nehmen an. So. Was für mögliche Stil waren zum halben Preis zu kaufen? Die Rabattaktion. Die wurde hier nicht erwähnt gerade. Das hätte ich gleich mitbekommen. Ich habe echt wieder vergessen, das kann auch sein. So, was kann man als Hauptpreis in Tomala-Land gewinnen? Goldröhre? Ja, tatsächlich. Nice, gut zu wissen, was man da kriegt dann. So, Zeit für eine flotte Fragerunde. Welches Item kann man nur im Einkaufszentrum einsetzen? Den Aufpreissticker. Der überall anders keinen Sinn, einfach der macht schon Sinn, aber den gibt's einfach nicht. Dann ist das Quiz für diesen Ort beendet. Glückwunsch, dass du meine Fragen alle richtig beantwortet hast. Lohne für deine korrekten Antworten hierzu ein Geschenk. Die Luftballons. Im Look der adretten Shoppingprodukte des Regenbogen-Kaufpalasts. Und wir haben alle Mini-Sterne gesammelt an diesem Ort. Das wäre halt mir noch die Schmuckkacheln im Sternendesign. Kachelprächtige Design eines Sterns. Ganz der Plaza eines Superstars angemessen. Ja, nice. Cool. Ja, Leute. Wir wollen aber schnell zurück zur Partyplaza, würde ich sagen. Ne? Und gucken uns die Sache nochmal an. Ach, guck mal, Leute. Die Erfolge nehmen wir natürlich auch noch mit. Leuchtkettenkönner, Führungskraft. Das dritte Spielbrett abgeschlossen in der Reise hier wahrscheinlich, ne? Das Arm macht reich per Tauschgeschäft ein Mini-Stern erhalten. Ah, okay. Darum ging's. Verstehe. So, ja. Das hat sich geändert. Da geht nicht mehr. Aber schauen, was hier noch so geht. Kann man eben mit einmal dekorieren. Dekorieren, danke. So. Wir haben die Taschen bekommen, aber nein, ich bleib beim Anker-Jasper, glaube ich, an der Stelle. Die Wimpel, ne, nehme ich eher die Wimpel hier oder die blauen einfach. Sag ich ganz ehrlich. Ich glaube erstmal beim Sternlook. So, der Brunnen. Nee. Never ever. Darauf könnte ich mich noch einlassen, ehrlich gesagt. Ich glaube, das nehme ich jetzt auch einfach mal. Das sieht irgendwie mehr nach Party aus, wenn ich ehrlich bin. So, der kommt natürlich auch dahin, der Kollege. Sache, die Kacheln sehen eigentlich ganz geil aus irgendwie. Aber die sehen natürlich noch geiler aus. So, das Wettergeschenk nehme ich einfach, weil ist ja jemand eine Party. Ja, es gibt ja auch Geburtstagspartys, von daher, warum ich das Geschenk einfach nehmen, ne? So, Luigi und Wario sind dazugekommen. Ich glaube natürlich erstmal trotzdem am Yoshi. Und die Vögel nicht zu vergessen. Die sieht man aber hier gerade gar nicht, oder?
Da fliegen sie rum, okay. Da muss ich einfach nur ein bisschen warten, bis sie da durchs Bild fliegen. Quasi hinter dem Musikshop. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das ist zu viel Zapperstunde. Wir haben sie ja gesehen, die Vögelchen, da hinten sind sie wieder. Raus hier, das hört sich auch an. So kannst du erstmal bleiben. Ich glaube nicht, dass das bei der Sternkachel bleiben wird, sag ich ganz ehrlich. Ja, mich spalt auch gut. Leute, wir haben den Regenbogen-Kopfplatz komplett abgeschlossen, alle 60 Mini-Sterne gesammelt und damit werden wir beim nächsten Mal das vierte Spielbrett besuchen, wo ich ausgehe, es wird der Motodrom sein, das die Rennpiste. Und ja, falls ihr darauf gespannt seid, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auf jeden Fall noch ein Like da, wenn es euch gefallen hat und ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Vasukasu.